Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de. Und wie ihr sehen könnt, haben wir heute schon ein bisschen was rumgeschleppt. Ich habe auch ein paar Kaffeevollautomaten aus dem Lager hier rübergeholt. Und die sind ja auch mal ganz schön schwer. Das geht also schon als leichtes Krafttraining durch, würde ich sagen. Und heute geht es darum, welche sind eigentlich die besten Kaffeevollautomaten für 2021? Das habe ich jetzt geübt zu sagen. Das habe ich ja im letzten Video noch nicht so gut hinbekommen. Und wir gucken uns einfach mal an, welche Geräte sind auf dem Markt. Wir machen vielleicht so einen kleinen Ausblick, was gibt's vielleicht? Vielleicht gibt es bei irgendwelchen Geräten noch neue Modelle, da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Wir machen heute nicht mit allen Geräten Kaffee, sondern nur mit einem, damit meine Stimme durchhält. Und ansonsten gucken wir uns die Geräte jetzt einmal nach Preisklassen sortiert an. Und wir haben euch jetzt erstmal die 10 Favoriten, die wir hier haben, hingestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Wobei du jetzt falsch rum gezählt hast, weil da fängt an, weil es da am günstigsten stimmt, ja. Ist. Da muss man sich natürlich auch dran halten. Haben wir extra so aufgebaut stundenlang. Ich finde auf jeden Fall, immer dieses Jahr, Anfang des Jahres besonders gut, weil wir dann halt da die Gelegenheit haben, wirklich nochmal Revue passieren zu lassen, auch was letztes Jahr passiert ist und eben diesen Ausblick auf das neue Jahr zu geben mit den ganzen spannenden Kaffeevollautomaten, die es gibt. Es gibt ja dann doch immer ein paar neue Geräte und ein paar Neuerungen und deshalb lohnt es sich auch immer für uns, diese Videos ja quasi zweimal im Jahr zu machen. Und Anfang des Jahres eignet sich natürlich ganz besonders für Leute, die jetzt gerade ja danach suchen, welcher Kaffeevollautomat denn der beste auf dem Markt ist. Es hängt natürlich immer sehr stark nach Preisklassen ab, aber wir haben einige Überraschungen für euch in diesem Video vorbereitet. Und die Produktzyklen sind ja auch so, dass die neuen Geräte meistens erst im Spätherbst so bei der IFA rauskommen. Die sind im September dann meistens. Das heißt, dieses Video hält jetzt auf jeden Fall auch mindestens noch bis September durch. Und dann können wir vielleicht, wenn wir die neuen IFA-Geräte haben, das nächste Video machen. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß dabei und wir gehen die Geräte jetzt alle mal Stück für Stück durch. Viel Spaß. Bevor es jetzt weitergeht, brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee, weil vielleicht merkt ihr auch, dass meine Stimme so ein bisschen kratzig ist. Und bevor ich jetzt aufgibt, machen wir jetzt mal einen Kaffee Latte. Und wir haben nämlich einen von den Vollautomaten noch angeschlossen. Und das ist der Caffeo CI. Zu dem kommen wir ein bisschen später, weil das nicht das günstigste Gerät ist. Aber vielleicht kannst du uns jetzt einfach mal einen Latte Macchiato damit machen. Ich mache jetzt mal einen Latte Macchiato. Ich hatte den ja auch schon mal beim letzten Test für uns eingestellt. Das heißt, jetzt muss erstmal wieder das Gerät aktiviert werden, weil er sich ausgeschaltet hat. Das sind immer die ewigen Tamagotchis. So. Tja, ja. Der Tisch, den kann man hier so ein bisschen hoch und runter fahren. Und am Anfang war der so eingestellt, dass man mich nicht mehr gesehen hat. Das war natürlich so ein bisschen schlecht. Aber mittlerweile haben wir den so hingefahren, dass man das sieht. Und nachher werden wir die Geräte auch nochmal umstellen, dass ihr dann auch die teureren Geräte euch angucken könnt. Ja, ich habe jetzt einfach mal, wie ihr gesehen habt, das Gerät aktiviert. Ich habe auf die My-Taste gedrückt und dann auf Latte Macchiato gedrückt, weil ich habe mir einen eigenen Latte Macchiato eingestellt, so wie ich ihn gerne haben möchte. Das kann man beim Caffeo CI nämlich machen, in unterschiedlichen Profilen. Darauf werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Und dann heizt er ein bisschen auf und dann geht es auch schon los. Das hört sich doch gut an. Der Caffeo CI, den benutzen wir mal ganz gerne, weil das das einzige Gerät ist, dass wir auch so einen richtig krassen Langzeittest hatten und 2 Jahre mit 5 Leuten im Büro ordentlich durchgenudelt haben. Aber ich wollte noch mal kurz was zur Automatenauswahl sagen, warum wir uns für welche Geräte hier entschieden haben. Das ist jetzt nicht so, dass wenn euer Gerät nicht dabei ist, das irgendwie schlecht ist oder nicht zu den Top 10 gehört. Ich habe einfach nur gedacht, okay, welche 10 Geräte kann man gut hinstellen? Die sollen uns irgendwie alle gefallen. Und die sollen repräsentativ sein für einen Hersteller und einen bestimmten Gerätetypen in einer bestimmten Preisklasse. Viele Geräte stehen dann sozusagen auch für viele Geräte aus diesen Serien. Es ist auch so, dass ich... Das war das Mahlwerk. Es ist auch so, dass ich noch andere Geräte hätte hinstellen können. Teilweise habe ich jetzt einfach von De'Longhi keine mehr genommen, weil sonst so viele von De'Longhi dabei gewesen wären. Ich habe von Jura generell nicht so viele Kaffeevollautomaten hier, deswegen ist es jetzt auch nur einer geworden. Das ist also alles nicht so, dass das jetzt eine hundertprozentige Liste ist. Wir wollten euch einfach mal illustrieren, welche Geräte gut sind, empfehlenswert sind und gut funktionieren. Das heißt auch nicht, dass die jetzt alle aus dem Jahr 2021 sind, sondern die sind teilweise schon länger, teilweise sogar schon viel länger auf dem Markt. Aber mich interessiert ja nicht nur, welche Geräte gibt es jetzt neu, sondern mich interessiert auch, welche Geräte gibt es jetzt neu im Vergleich zu was ist sonst auf dem Markt und was lohnt es sich dann zu kaufen. Weil für euch ist ja nur interessant, welches Gerät auf dem Markt kaufe ich mir und dann ist es ja egal, ob es das in 1, 2 oder 3 Jahren auf dem Markt gibt.
so mal, das sagen wir auch öfter, die Produktzyklen bei Vollautomaten sind relativ langsam, da passiert nicht so viel. Das ist jetzt nicht so wie beim iPhone, dass wenn man ein halbes Jahr wartet, man dann das neueste iPhone bekommt und sich ärgert, wenn man es ein halbes Jahr zu früh gekauft hat. In der älteren Version bei Vollautomaten sind die Hersteller da auch sehr viel langsamer. So, ich habe dir jetzt mal was gezaubert. Juhu. Aus unserem Vollautomaten, einen vollautomatischen Latte Macchiato. Das ist gut, den kann ich schon mal trinken, weil langsam werde ich auch schon... Das zweite Video, das heißt, es wird langsam ein bisschen heiser. Den zweiten Latte Macchiato beziehen wir jetzt. Man hätte auch rein theoretisch mit dem CI in der Doppelfunktion beide Getränke gleichzeitig beziehen können. Aber wir hatten die Menge jetzt gerade so eingestellt, dass es halt perfekt quasi für ein IKEA-Glas passt. Denn wir haben ja auch immer unseren beliebten IKEA-Glas-Test, ob das IKEA-Glas unter den Kaffeevollautomaten passt. Das ist ganz wichtig. Und bevor wir weitermachen, erstmal genereller Tipp zu Kaffeevollautomaten. Wenn ihr oben schlechte Bohnen reinkippt, bekommt ihr unten auch ein schlechtes Getränk raus. Wenn ihr gute Bohnen benutzt, bekommt ihr ein tolles Getränk raus. Und da ist es auch relativ egal, wie viel Geld ihr für einen Vollautomaten ausgebt. Hauptsache, ihr habt einen richtig guten Kaffee dabei. Und wir haben ja auch eine Empfehlung. Das sind nämlich unsere Kaffeebohnen, die wir verkaufen auch in unserem Shop. Den Link verlinke ich euch hier drunter. Die sind extra geröstet worden für Kaffee-Vollautomaten, richtig optimiert worden. Wir arbeiten da mit Backyard Coffee zusammen. Das ist eine der renommiertesten Kaffeeröstereien in Deutschland. Und dieser Kaffee wurde extra dafür entwickelt, dass der gut im Reis wird. So, jetzt darf ich weitermachen. Dass der gut im Kaffee-Vollautomaten funktioniert, und zwar für alle Getränke, für einen Espresso, für einen schwarzen Kaffee oder für einen Latte Macchiato, wie wir das jetzt gerade machen. Und der schmeckt total lecker und schokoladig. Wenn man den pur trinkt, hat er noch so ein bisschen was Nussiges. So mit Milch zusammen wird er eher so ein bisschen süß-schokoladiger. Und das ist einfach ein ziemlich cooler Espresso. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, den online bei uns zu bestellen, geht in eine Kaffeerösterei in eurer Nähe, fragt die, was für Erfahrungen sie haben. Die haben meistens sehr gute Erfahrungswerte auch mit Kaffees für Vollautomaten. Die wissen dann meistens, was aus ihrem Sortiment auch im Vollautomaten gut funktioniert. Die Kaffees dürfen halt nicht so fruchtig sein und nicht so viel Säure haben. Dann schmecken die meistens aus dem Vollautomaten nicht so gut. Das sieht doch mal richtig gut aus. Cheers. Hey, ich trinke ja schon die ganze Zeit. Aber wir gehen jetzt mal nach Preisklassen durch. Wir werden jetzt leider nicht alle komplett ausprobieren können. Aber das Gute ist, im Kanal hier findet ihr zu allen Vollautomaten ganz viele Videos. Die benutzen wir da. Wir machen verschiedenste Getränke mit denen. Wir nehmen sie komplett auseinander. Die Brühgruppe, die Abtropfschale. Jedes einzelne Teil wird von uns auf jeden Fall beleuchtet. Von jedem dieser Geräte, die ihr jetzt zumindest hier sehen könnt. Und insgesamt haben wir ja über 35 Kaffee-Vollautomaten schon getestet. Ja, und wenn euch das dann zu viel Video ist, dann könnt ihr auch gerne die Artikel auf coffeeness.de durchlesen. Da haben wir auch sehr ausführliche Berichte. Und alle anderen Videos und alle Artikel und alles, was wir überhaupt über diese Vollautomaten gemacht haben, verlinke ich euch unter diesem Video. Da habe ich jetzt bestimmt irgendwie 2 Stunden Arbeit, alles rauszusuchen, weil das sind bestimmt 20 Videos und mindestens 10 Artikel. Und das könnt ihr euch dann alles nochmal ganz genau in Ruhe durchlesen. Wir aktualisieren das auch eigentlich in regelmäßigen Abständen, so oft wir das hinbekommen. Und wir fangen jetzt einfach mal an und gehen von günstig in Richtung teuer. Und ich sage euch jeweils, warum wir die Vollautomaten hier hingestellt haben und vielleicht was für Alternativen es noch gibt, je nachdem, was mir dann gerade alles so einfällt. Ich lege einfach mal los. Das hier ist das günstigste Gerät, das ist von, oder eins der günstigsten Geräte, die es von De'Longhi gibt. Die Produktbezeichnung ist ECAM 22110B Black. Black, genau, haben wir schon oft drüber lustig gemacht. Das ist so ein Evergreen, den gibt es schon super lange, ist, glaube ich, der meistverkaufte Kaffee-Vollautomat auf dem Markt. Und der kostet 280 Euro und das Gute daran ist, der macht einfach, was er soll. Ist jetzt keine Schönheit, ist natürlich viel Kunststoff dran, aber ist ein Gerät für 280 Euro. Der Mahlgrad, den könnt ihr schön fein einstellen. Die Ergebnisse werden gut und stehen tatsächlich teureren Geräten auch in nichts nach. Ja, es ist ja auch definitiv so, wir, beziehungsweise ich bin halt jemand, wir testen diese ganzen Geräte durch, vom Geschmack her, der Espresso kommt bei allen Geräten raus, aber natürlich kommt es immer darauf an, welchen Espresso man quasi benutzt. Wir benutzen jetzt unseren als Referenz-Espresso für die Geräte und bei dem ECAM ist es tatsächlich so, dass ich den Espresso daraus wunderbar trinken kann, obwohl ich kein Espresso-Trinker bin und außerdem den Unterschied nicht schmecken kann, ob ich jetzt aus dem 280-Euro-Gerät trinke oder ob ich den aus dem 2000-Euro-Gerät trinke. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Und es ist ja auch so, dass ihr bei diesem Gerät, was ich auch immer ganz gut finde, auch selber Barista spielen könnt, weil ihr die Milch quasi zubereiten könnt, nach eurem Geschmack, genau, auch dann noch aufbereitet.
Also ich würde jetzt sagen, ich schmecke vielleicht doch manchmal Unterschiede. Beim Espresso kommt dann schon immer auf die Gerätekombination an. Aber das ist natürlich schon so, dass die Unterschiede jetzt nicht so groß sind, wie man von den Preisunterschieden denken würde. Und hier müsst ihr mit der Hand den Milchschaum machen, das stimmt. Und das gelingt ziemlich gut. Es ist auch sehr einfach mit dem Gerät. Und der Milchschaum wird damit tatsächlich auch besser als bei sehr teuren Geräten sogar. Und wenn ihr da ein bisschen Übung habt, kriegt ihr das hin. Ich wurde ja schon oft für ein Tutorial angefragt, ob ich nicht mal so ein Aufschäum-Tutorial mit dem mache. Machen wir auf jeden Fall dieses Jahr nochmal. Wir gehen jetzt mal weiter. Und hier sind wir, das ist jetzt der Melitta Purista. Es gibt auch noch ein Caffeo Solo, der sieht genauso aus. Das ist jetzt einfach nur das Nachfolgemodell. Da ist mein Tipp, der steht jetzt hier auch nur stellvertretend für all diese Geräte. Holt euch immer den günstigsten. Also wenn es den Solo günstiger gibt, müsst ihr euch nicht den Purista holen. Die sind doch sehr ähnlich. Holt euch da einfach das günstigste Gerät. Der Solo wird wahrscheinlich irgendwann auslaufen. Die tun sich nicht viel. 2022 kommt dann wahrscheinlich nochmal irgendwie ein, weiß ich auch nicht. Selektione. Ja, oder irgendwas. Melitta Simplo raus oder so, der wieder ablöst. Das macht Melitta ganz gerne, dass sie einfach mal den Namen wechseln. Das ist ein Gerät, was ich gerne empfehle für alle, die keinen Milch brauchen, die keinen Milchaufschäumer haben, weil da ist eigentlich von der Technik her, von der Brühgruppe alles so verbaut wie in den teuren Melitta-Geräten. Aber ihr habt einfach nur heißen Kaffee oder heißen Espresso, den ihr da draus machen könnt. Das funktioniert gut. Sehr solides Gerät. Es gibt auch so ein paar Alternativen von Chibo, Severin oder Grundig. Das ist alles sozusagen der gleiche Vollautomat. Ich finde den von Melitta den auf jeden Fall besser. Ich würde den dann empfehlen. Ja, der ist auch sehr viel robuster. Und vor allem, wenn ihr dann mal so die Brühgruppe rausnimmt, das sieht doch noch bei den anderen Geräten ein bisschen fitzelig aus. Hier habt ihr eine schöne, große, solide Brühgruppe. Der funktioniert gut. Dann gehen wir weiter und der hier. Ganz kurz noch ein kleines Detail zu dieser Geräteklasse. Was ich halt immer besonders gut finde, ist, die halt wirklich sehr schlank ist im Vergleich. Oder ist eigentlich die schlankeste Geräteklasse an Vollautomaten, die quasi nur ein Espresso oder nur schwarzen Kaffee produziert. Also passt auch in kleine Küchen für Single-Haushalte. Genau, ein bisschen schmaler sind halt noch die, von die ich eben genannt habe. Genau, aber so aus dieser Geräteklasse an sich, das ist die schlankeste Vollautomaten-Geräteklasse, auch wenn sie natürlich keinen eigenen Milchschaum produzieren können. Machen wir mal weiter mit Philips. Bei Philips ist das so, dass die jetzt gerade einen Nachteil losgeworden sind. Die waren nämlich super laut und die haben jetzt das Milchschaumsystem ein bisschen verändert. Und jetzt ist das Milchschaumsystem leiser geworden und das war total wichtig. Und das finde ich auch total cool, dass sie das gemacht haben, weil da hat man ja fast so das Gefühl, dass man so einen kleinen Einfluss drauf hat, wenn man in Videos irgendwas erzählt, was dann stört. Und der ist jetzt wirklich leiser geworden. Und bei dem Philips ist es cool, dass das Milchschaumsystem relativ leicht zu reinigen ist. Das klackt hier vorne raus, es hat zwei Teile, unter Wasser wieder zusammenklacken, fertig. Das ist halt ganz cool. Hier waren wir so bei um die 300 Euro. Hier sind wir jetzt bei über 500 Euro, wobei es sehr viele verschiedene Versionen gibt. Es gibt halt eine 2000er-Serie mit drei verschiedenen Geräten, 3000er, 4000er und 5000er-Serie. Das ist immer super viel irgendwie. Guckt euch das auf coffeeness.de nochmal an. Ich habe da das ein bisschen auseinandergedröselt, damit ihr es wisst. Aber auch da, wie eigentlich immer bei Vollautomaten gilt, wenn das den gleichen Namen hat und ähnlich aussieht, kauft euch das gleiche, das günstigste Gerät, weil oft unterscheidet sich dann von der Technik nicht so viel. Den habe ich ja ausgewählt, weil das Milchschaumsystem so schön einfach zu reinigen ist. CI hatten wir im Büro. Ja, also den CI hatten wir quasi im Langzeittest, wenn man so will, über echt ein paar Jahre. Ist wirklich ein Arbeitstier. Hat die Möglichkeit eben, also hier kommen wir jetzt in diese Geräteklasse, wo wir auch schon einzelne Profile einstellen können. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man hier Profile einstellen kann aus dem Kopf. Ich glaube schon. Aber das kommt auch auf die Modelle an. Dann genau, also sagen wir so, hier kann man das auf jeden Fall. Und das ist natürlich gerade, wenn man mehrere Leute hat in einem Haushalt, in einem Büro, in einem Raum oder wie auch immer, bietet sich das natürlich an, dass jeder quasi sein eigenes Getränk sich programmieren kann und dann auf Abruf, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, sich eben sein Getränk zubereiten kann. Und das funktioniert wirklich super. Wir hatten noch keinen Defekt bisher mit diesem Gerät, bis auf, dass wir einmal den Wasserbehälter zerdeppert haben, weil wir ihn aber runtergeschmissen haben. Ansonsten wirklich ein Schlachtschiff. Macht sich natürlich auch ein bisschen in der Größe bemerkbar. Das heißt, er ist etwas länger und natürlich etwas breiter als jetzt die günstigeren Automaten. Und bietet aber eben auch Flexibilität durch ein duales Bodenfach. Wohlgemerkt, es ist nur ein duales Bodenfach und kein doppeltes Mahlwerk. Das heißt, also man kann zwar zwei unterschiedliche Bohnenarten reinfüllen, wie zum Beispiel einen entkoffeinierten Espresso und einen mit Koffein. Allerdings legt man hier nur einen Schalter um und im Mahlwerk
sind da hast du richtig gut aufgepasst. Ja, ich lerne von dir. Ich lerne vom Meister. Ja, irgendwann bin ich überflüssig. Ich lerne vom Meister. Und quasi im Mahlwerk bleiben dann noch Reste von dem vorherigen Espresso drin. Das heißt, das muss man einfach nur im Kopf behalten. Ansonsten trotzdem ein sehr praktisches Feature für eine etwas größere oder für eine Familie. Kostet ungefähr 600 Euro, schaltet sich gerne dann auch von alleine ab, wie wir gerade merken. Ja. Aber unsere Getränke haben wir ja schon gesichert. Von dem gibt es auch nochmal zwei neuere Modelle. Das vielleicht verlinke ich euch hier drunter auch nochmal so ein Vergleichsvideo zwischen dem CI Touch und dem Latte Select. Mhm. Die sind dann so ein bisschen neuer noch und haben andere Bedienelemente. Das ist der Klassiker sozusagen. Das ist der Klassiker. Auf jeden Fall ist das Bedienelement hier auch ein bisschen solider, glaube ich. Ja. Aber die anderen sehen ein bisschen schicker aus. Da müsst ihr dann einfach wissen, was ihr wollt. Und meistens sind die anderen dann noch ein Ticken teurer. Ja. So, dann kommen wir zum letzten hier auf dem Tisch. Das ist nämlich der De'Longhi Dynamica. Das ist der, Dynamica. Auf jeden Fall. 3550. Manchmal kriegt Dynamica so nämlich durcheinander. Gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Die gibt es auch mit einer Schaumlanze, dass er halt so funktioniert wie der. Würde ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr einen mit einer Schaumlanze wollt, dann kauft euch den günstigen und spart das Geld, weil der kostet dann 120 Euro weniger. Die Version kostet jetzt so 600, 700 Euro, hat ein automatisches Milchschaumsystem und der Milchschaum wird super, Getränke werden gut, ist ein sehr solides Gerät, ist glaube ich auch unser Mittelklasse-Testsieger und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Tut sich technisch jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel von dem günstigen, aber ihr habt ein automatisches Milchschaumsystem. Ja. Und das ist irgendwie ganz cool. Ja, das ist quasi so ein echter Vollautomat, ne, wo alles vollautomatisch funktioniert. Natürlich ist es auch hier ganz wichtig, auf die Reinigung zu achten. Das heißt, man muss natürlich immer die Abtropfschale leeren, den Puckbehälter leeren. Nein, wie heißt der? Der Abschlag. Der Tresterbehälter, den muss man leeren. Das Milchschaumsystem gut reinigen. Das ist bei allen Vollautomaten eigentlich das Gleiche. Die Reinigung fällt bei dem hier auf jeden Fall leicht. Man nimmt es raus, spült es mit Wasser durch im Idealfall und dann ist man eigentlich auch schon durch damit. Ja, zur Einstellung gibt es auch noch viele Videos hier im Kanal, zur Reinigung auch. Wird es auch immer noch neue geben, könnt gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr die mitbekommen wollt. Wir sind jetzt mit dem günstigen Tisch durch. Ja, und jetzt durch die Magie quasi der Videobearbeitung werden wir quasi in einem Wechsel die Geräte von hier hinten nach vorne versetzen. Soll ich schnipsen oder was? Wir können ja auf drei können wir schnipsen. Okay. 1, 2, 3. So, da sind wir wieder. Magisch, magisch, steht jetzt alles anders. Und jetzt sind wir bei der teuren Seite der Kaffeevollautomaten angekommen. Jetzt wird's spannend. Es wird spannend, bleibt spannend. Und hier ist es natürlich auch wieder genauso wie eben, dass die teilweise nur repräsentativ für viele andere Geräte, die es auch gibt, stehen. Weil mehr als 10 Vollautomaten kriegt man dann auch relativ schlecht auf so ein Video rauf. Das, wie ihr seht, der Platz wird knapp. Jetzt gerade mit diesen größeren Vollautomaten sieht man mich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger als vorher. Aber das geht, glaube ich, noch. Wir sind jetzt hier bei der Preisklasse, machen wir jetzt weiter, bei dem Siemens EQ6. Ja, auch ein sehr beliebtes Gerät auf jeden Fall bei unserer Community. Sehr beliebtes Gerät, ist glaube ich auch das Top-Gerät in unserer Facebook-Gruppe. Wir haben eine Kaffee-Vollautomaten-Facebook-Gruppe, die verlinke ich euch hier drunter auch nochmal, wenn ihr da reingehen wollt, mit über 13.000 Mitgliedern. Und ganz schön gewachsen in den letzten Monaten. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es regen Austausch, da könnt ihr auch gerne reingehen. Das Schöne an dem EQ6 ist, dass der halt super leise ist und das ist ein total großer Unterschied zu anderen Vollautomaten. Wenn ihr euch das mal anguckt, der einzige, der noch leiser ist, ist der Siemens EQ9. Den habe ich jetzt im Video hier nicht dabei, der ist noch leiser. Aber das ist wirklich das Tolle an dem EQ6, dass der leise ist. Ist auch vom Design her, finde ich, ganz nett. So ein bisschen Industrial Design, relativ kalte Farben so vom Display. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Edelstahl. Passt nicht in jedes Setup. Aber sehr solides Gerät, funktioniert gut, gute Ergebnisse. Ich habe den für 800 Euro gekauft. Der Preis schwankt aber. Ich glaube, der kostet auch oft 1000 Euro. Muss man vielleicht mal gucken, dass man ein günstiges Angebot bekommt. Also man muss definitiv sagen, um das nochmal zu unterstreichen, dass diese Serie, die EQ-Serie, definitiv zu den also die leisesten Kaffee-Vollautomaten sind, die man kaufen kann. Das heißt, wenn für euch Lautstärke halt das Top-Kriterium ist neben Preis, dann ist das definitiv eine Serie, die ihr auf jeden Fall euch angucken solltet. Und da haben wir wirklich sehr viele Videos hier auf YouTube vorbereitet. Genau, wir machen auch mit so einem Messer einen Dezibel-Test und gucken, wie laut die sind. Das könnt ihr euch in den Einzelvideos nochmal ganz genau angucken. Die Einzelvideos verlinken wir euch ja, wie angekündigt auch. Jetzt haben wir nochmal ein neues Gerät, das haben wir gerade erst bekommen. Das ist Ende 2020 rausgekommen. Frisch getestet bei uns. Der Krups Intuition und das Einzelvideo könnt ihr euch auch angucken. Das ist, glaube ich, sogar das, was wir vor diesem Video veröffentlicht haben, wenn euch nicht alles täuscht. Und das ist ein Vollautomat, mit dem wir sehr zufrieden waren, der irgendwie cool bedienbar war. Der kostet so um die 900 Euro.
Da ist es allerdings so, bei Krupps und Jura-Geräten, dass die Brühgruppe fest verbaut ist. Das mögen nicht alle, da muss man dem Hersteller schon vertrauen. Aber ansonsten hat es der sehr gut gefallen. Er hat richtig gut Milchschaum gemacht. Und ich glaube, er hat es jetzt hier auch in diese Top 10 geschafft, weil der Milchschaum so gut war. Ja, vielleicht kurz ein Transparenzhinweis. Den haben wir von Krupps zur Verfügung gestellt bekommen. Genau. Ist das richtig, ne? Ja. Ich überlege gerade, ob das noch auf ein anderes Gerät, das wir jetzt haben. Nee, ich glaube, alle anderen haben wir tatsächlich den noch. Den haben wir auch drauf geschöpft. Also ja. Wir haben alle selber gekauft, bis auf die beiden. Aber wie ihr seht, wir müssen selber drüber nachdenken. Ja. Also das hat jetzt keinen Einfluss darauf, wie wir die vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein Gerät, das uns sehr gut gefallen hat. Und also der Milchschaum war wirklich exzellent, muss man dazu nochmal sagen. Feinporig, wirklich gut geschmeckt. Klasse Ergebnis, auch vor allem mit unserem Espresso. Der sieht so ein bisschen komisch von der Seite aus. Das könnt ihr euch auch in dem anderen Video nochmal angucken. Und ist ein relativ würfeliger Vollautomat. Und die Ergebnisse von den Getränken haben uns sehr gut gefallen. Aber ihr habt halt dieses Manko, nicht rausnehmbare Brühgruppe. Die ist dafür bei Krupps sehr solide. Die ist so eine sehr schwere Stahlbrühgruppe. Wenn man das mal vergleicht, bei Jura ist es doch dann eher genauso eine Brühgruppe wie bei den anderen, nur dass die halt richtig verschraubt ist. Das unterscheidet sich hier dann schon ganz schön. Hier das Miele-Gerät, das habe ich jetzt nur hier hingestellt, weil das mit... Also ich habe nicht mehr so viele Geräte von Miele hier im Lager. Und es gibt mittlerweile auch neuere. Und das ist jetzt CM5. Ich glaube, es gibt jetzt auch schon neuere CM5-Modelle. Bei den neuesten steht da noch irgendwas mit Silent dabei. Und dann gibt es noch irgendwie einen mit Milk irgendwas. Die werden wir auf jeden Fall 2021 nochmal testen und uns nochmal genau angucken. Einzelvideos dazu machen. Der steht jetzt nur repräsentativ für alle Miele-Geräte, die mir immer sehr gut gefallen haben. Die sind immer total gut verarbeitet. Design ist immer schick. Die sind immer super von der Reinigung, weil auf jedem Einzelteil draufsteht, ob es in die Spülmaschine darf oder nicht. Und vor allem auch bei den hochpreisigeren Geräten interessante Features, wie zum Beispiel, dass vorne der Milchaufsatz quasi sich automatisch auf die Tassenhöhe angleicht. Das heißt, er hat so einen Sensor drin, das heißt, es ist automatisch quasi die Tassenhöhe mit berücksichtigt wird. Bei dem CM7000. Der kostet allerdings auch über 2000 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Den haben wir leider auch gar nicht mehr im Bestand. Muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also Miele-Geräte sind eigentlich alle empfehlenswert, ein bisschen teurer, aber dafür gut verarbeitet. Die haben halt alle keine Edelstahloptik, sondern dafür Kunststoff, aber der Kunststoff sieht halt sehr hochwertig aus. Und das ist dann irgendwie auch schon ganz cool. Genau, der wurde uns auch zur Verfügung gestellt, bevor der überhaupt auf dem Markt war. Das ist der De'Longhi Primadonna auch, ne? Primadonna Soul. Mhm. Und das besondere Feature an dem ist, dass man auch durch die Elektronik das Mahlwerk einstellen kann. Das finde ich ziemlich cool. Also das muss man immer so ein Rädchen drehen und da geht das dann automatisch. Der hat auch noch so ein paar Software-Features, die wo ich jetzt nicht unbedingt den Mehrwert da drin sehe. So ein Bean-Adapt-System, wo man die Rösttiefe der Bohnen eingeben kann und danach stellt er den dann angeblich so ein, dass das gut passt. Ich glaube, man fährt besser, wenn man selber das einfach einstellt und ausprobiert. Aber das ist ein super rundes Gerät. Das ist cool, dass man den Mahlgrad damit so einstellen kann. Hat ein fettes Display und in der Preisklasse. Hier waren wir so bei 800 bis 1000 Euro und hier sind wir jetzt bei 1000. Ich habe gerade geguckt, gerade hat er 1152 Euro gekostet. Also ist er schon 50 Euro günstiger geworden. 1000 Euro Budget trotzdem ganz gut gesprengt. Ja. Und der gefällt mir ganz gut. War ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt nicht so leise war, wie ich erhofft hatte, weil vom Gerät der Preisklasse hätte ich mir gewünscht, dass das Mahlwerk noch ein bisschen leiser ist. Ansonsten fand ich, ist das ein total cooles Gerät. Was zum Beispiel jetzt bei den teureren Geräten hier, die jetzt hier gerade stehen, auffällt, ist, dass wir im Gegensatz zum CI zum Beispiel, glaube ich, keine doppelten Bohnenfächer haben. Ne? Sonst sind alles nur einfache Bohnenfächer. Das heißt, man kann jetzt nicht wie beim CI die Bohnenauswahl wechseln. Das geht dann, glaube ich, erst bei dem EQ9. Der hat, glaube ich, dann... Da gibt es verschiedene Versionen. Bei den teuersten EQ9, der dann auch zwei Mahlwerke, da kann man das dann machen. Ansonsten hat man hier quasi nur einzelne Bohnen. Man hat bei den meisten allerdings den von dir verabscheuten Bohnenschacht für Kaffeepulver, wo man rein theoretisch dann auch nochmal quasi Kaffeepulver reinmachen kann. Für den Notfall zum Beispiel, wenn man jetzt doch nochmal... abgebrochen. Wenn man jetzt doch nochmal irgendwie... koffeinfreien Kaffee für einen Gast machen möchte, dann ist das eine Möglichkeit. Allerdings ist das natürlich auch immer mehr Reinigungsaufwand, wenn man diese Schächte benutzt. Ja, Schacht nicht benutzen, das sage ich immer wieder. Dafür guten Kaffee benutzen, das ist ganz wichtig. Wir machen jetzt nochmal weiter mit dem teuersten Gerät hier auf dem Tisch. Das ist die eine sehr bekannte Marke in dem Kaffee-Vollautomaten-Segment. Jura Z8. Und da habt ihr natürlich genau das Gleiche mit der nicht entnehmbaren Brühgruppe, was ihr auch bei Krupps habt. Da müsst ihr dem Hersteller vertrauen, was die Reinigungsprogramme angeht. Bei der Jura, die habe ich jetzt einfach mal als ganz teures Gerät hier hingestellt, haben uns die Getränke total gut gefallen. Wir haben dann
ich glaube, über 30-minütiges Video gemacht, wo wir alle Getränke zubereitet haben. Das haben wir irgendwie an dem Tag, als es den ersten Corona-Lockdown gab, veröffentlicht. Deswegen hat das dann am Anfang nicht so viele Views bekommen, weil alle so schockiert waren. Mittlerweile wurde das aber auch schon von 70.000 Leuten gesehen. Dazu muss man sagen, dieses Gerät ist eine Bolide, ganz klar. Also es ist super schwer, dadurch steht es natürlich auch extrem stabil auf dem Tisch. Es sieht sehr hochwertig aus, einfach durch die, durch das Material. Es glänzt sehr schön, wie man vielleicht auch auf dem Video sieht und spiegelt ganz gut. Aber auf jeden Fall eine ziemlich gute Verarbeitung und ein sehr stabiler Stand, wenn man ihn dann erstmal hochgewuchtet hat und auf dem Tisch platziert hat. Sehr rückenfreundlich ist es nicht, den zu tragen. Er wird sich ja sicherlich dann auch die Position nicht so oft verändern, aber steht sehr gut auf dem Tisch und ist sehr gut verarbeitet. Ja, den haben wir jetzt ausgewählt, weil uns die Getränke eigentlich alle sehr gut daraus gefallen haben. Man hätte auch ein anderes teures Gerät, zum Beispiel von DeLonghi, nehmen können, aber wir haben ja schon, irgendwie, ich glaube, 3 DeLonghi-Geräte jetzt hier stehen. Das muss dann ja noch nie renovierter sein. Und ja, das war jetzt mal unser Überblick für Kaffeevollautomaten 2021. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zu den teureren Geräten. Es gibt ja mittlerweile den Trend hin zur App. Da haben ja auch schon einige Geräte in dieser Preisklasse ganz gute Entwicklungen gemacht. Also wir haben die Apps für die Siemens-Geräte, sind eigentlich auch immer alle ziemlich übersichtlich gestaltet. Und auch hier für die für die DeLonghi-Geräte, die haben wir auch schon relativ gut getestet. Es gibt dann immer noch mal so ein paar kleinere Feinheiten in der Benutzerfreundlichkeit, die dann einfach Fragen aufwerfen. Bei DeLonghi ist irgendwie jetzt auch die Connection schwieriger geworden, seit das Soul raus ist. Früher hat das immer sehr gut funktioniert. Jetzt kriege ich von sehr vielen mitgeteilt, dass sie ihr Handy nicht mehr verbinden können. Bei dem Melitta TS, den wir jetzt hier nicht stehen haben, da funktioniert die App auch sehr gut. Ob man jetzt eine App braucht oder nicht, ist natürlich immer Geschmackssache. Manchmal muss man ein bisschen fummeln, bis man sie connected bekommt. Also unsere Empfehlung ist generell, macht die App auf jeden Fall nicht zum Kaufkriterium. Es ist eine nette Spielerei. Ja, man kann theoretisch aus dem Bett heraus irgendwie seinen Kaffee-Latte sich zubereiten. Aber es sollte auf jeden Fall kein Kaufkriterium für euch sein. Sondern ein Kaufkriterium ist tatsächlich, okay, welche Getränke wollt ihr zubereiten? Was ist halt euer Budget? Gefallen euch die, die Automaten optisch? So, das sind eigentlich so die Kriterien, auf die ihr auf jeden Fall euch angucken solltet. Die App gehört definitiv nicht dazu. Und auch nochmal, das hat Arne am Anfang schon gesagt, lasst euch nicht verwirren durch die unterschiedlichen Modellserien oder dass jetzt gerade irgendwie ein neues Gerät irgendwie rausgekommen ist. Viele Geräte sind sehr lange auf dem Markt und sind da auch sehr wertstabil und auch sehr funktional sehr stabil. Das heißt, also es ist nicht so wie bei Handys, wo man quasi nach einem halben Jahr schon irgendwie ein völlig veraltetes Gerät hat, weil irgendwie die Kamera jetzt 20 Megapixel hat, sondern die Kaffeevollautomaten haben immer noch mal hier und da Verbesserungen, vor allem in der Benutzerfreundlichkeit, aber an sich verändert sich relativ wenig. Also bei 99% der Nachrichten, wo ich gefragt werde, soll ich Gerät A oder B kaufen, wenn das eigentlich das gleiche Gerät ist, aber es Unterkategorien davon sind, dass es eine neuere Version ist, sage ich fast immer, wenn ich mir das angucke, kauf dir das günstigere, weil da hast du den besseren Deal von der Technik, es ist fast das gleiche. Das ist also gut. Also, das war jetzt so ein kleiner Überblick mal über die Geräte 2021. Ganz wichtig, müsst ihr immer dran denken, wenn ihr oben guten Kaffee reinkippt, kommt auch unten guter Kaffee raus. Das zählt für alle Geräte. Wir haben da mal was vorbereitet. Das wird auch 2022 noch und 2023 noch so sein. Das heißt, benutzt immer guten Kaffee, dann kriegt ihr auch ein gutes Ergebnis raus. Und bei dem Vollautomaten ist vieles Geschmackssache. Ich hoffe, das war jetzt mal eine gute Übersicht für euch. Wenn ihr zu einzelnen Geräten noch mehr Informationen haben wollt, dann guckt am besten hier in dem YouTube-Kanal nach oder auf coffeeness.de haben wir ganz viele ausführliche Artikel geschrieben. Das könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe angucken, durchlesen, Nachmittag vor YouTube rumhängen. Und natürlich verlinken wir den Shop zu unserem Kaffee auch nochmal in der Beschreibung. Das heißt, das wird eine ganz schön krasse Linksammlung, glaube ich. Das wird viel Arbeit. In dem Beschreibungstext. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao.